Hallo aus dem wunderschönen Sardinien, hier vom Punta Carpaccio. Ich zeige euch heute, wie ihr eine manuelle Toilette richtig bedient. Wir befinden uns hier auf einer Dufour 460 Grand Large. Wie viele Yachten hat auch diese einen Schwarzwassertank eingebaut. Dieser dient dazu, damit wir mit unserem Abwasser Buchten und Häfen nicht verschmutzen. In vielen Ländern müssen diese Abwassertanks abgepumpt werden. In manchen Ländern dürfen sie aber auch auf offenem Meer ausgelassen werden. Wie diese Schwarzwassertanks funktionieren, zeige ich euch jetzt. Schwarzwassertanks öffnen und verschließen wir direkt am Auslassventil. Dieses ist ein Kugelventil direkt am Rumpf und mit dem wohl dicksten Schlauch verbunden. Ist der Hebel quer zur Durchflussrichtung, so ist das Ventil verschlossen, wie hier zu sehen. Ist der Hebel parallel zur Durchflussrichtung, so ist das Ventil und somit der Schwarzwassertank geöffnet. Die Ventile können sich nicht nur unter Bodenbrettern verstecken, sondern sind auch mal unter dem Waschbecken oder hinter einem anderen Verschlussdeckel im Bad zu finden. Nun kommen wir zur richtigen Bedienung der Toilette. Wir haben einen Wahlschalter, rechts zum Abpumpen, links zum Spülen und einen Pumphebel. Wenn alles erledigt ist, stellen wir den Wahlschalter nach rechts, um die Muschel völlig leer zu pumpen. Nun spülen wir Wahlschalter nach links und etwa 20 Mal auf und ab bewegen, um zu spülen und gleichzeitig abzupumpen. Nun müssen wir die Muschel noch leer pumpen. Dazu stellen wir den Wahlschalter wieder nach rechts. Mit etwa 5 kräftigen Pumps ist das erledigt. Und jetzt verriegeln wir noch den Pumphebel. So, das WC ist wieder bereit für den nächsten. Habt ihr ein elektrisches WC an Bord, so könnt ihr zwischen kleiner, wie gerade eben, oder großer Spülung wählen. Ich empfehle euch, mindestens 3-mal die große Spülung zu betätigen, um das Entstehen von Gerüchen im Bad zu vermeiden. WC-Papier, Feuchttücher, Damenbinden oder ähnliches hat in einem WC nichts verloren. Das würde sofort zu einer Verstopfung des Pumpsystems führen. Verwendet für diese Produkte bitte die dafür vorgesehenen kleinen Mülleimer, die ihr in jedem WC vorfindet. Verlässt ihr das Schiff für längere Zeit, dann bitte verschließt alle Seeventile, das heißt das Auslassventil des Schwarzwassertanks und das Einlassventil vom Meerwasser für das Spülsystem. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.